Herzlich willkommen zum Drop Film Talk, unserer heutigen Review von A Beautiful Day in the Neighborhood. Der deutsche Titel ist Der wunderbare Mr. Rogers. Dieser Film startet ja erst etwas später in Deutschland, was nach den Oscars ist. Deswegen muss ich ihn jetzt schon mal rezensieren. Und zwar ist der Film aber, glaube ich, wird er in Deutschland nicht so gut ankommen, weil es ist schwer, Mr. Rogers zu vermarkten, weil es wirklich ein sehr amerikanisches, eingeschweißtes Ding zwischen verschiedenen Generationen ist und der kulturelle, soziale ist und den Umgang mit Menschen und so weiter und so fort alles näher bringt. Das ist so eine Art Peter Lustig, könnte man sagen, der doch ein bisschen besser ist als Peter Lustig, meiner Meinung nach, weil es gab ja im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr Won't You Be My Neighbor, die Dokumentation über Fred Rogers und das, was alles dahinter stand und so weiter und so fort. Und das war wirklich auch sehr interessant zu sehen. Und wenn man diese gesehen hat, bringt das einem natürlich auch noch näher ran an diesen Film, der von Tom Hanks in der Hauptrolle gespielt wird als Fred Rogers und Matthew Reeves. Entschuldigung, Tom Hanks ist ja ein Nebendarsteller, deswegen auch Oscar nominiert. Und Matthew Reeves eher eine Hauptrolle ich weiß seinen Vornamen gerade nicht mehr, Vogel ist auf jeden Fall der Nachname, Lloyd Vogel, genau. Und der ist sozusagen durchwächst da einige Emotionen und Dinge, die natürlich auf Mr. Rogers Art und Weise verarbeitet wird. Marielle Heller hat das Ganze gemacht, eine weibliche Regisseurin, logischerweise dann. Die hat natürlich aber auch keinen Zugang gefunden zu der Best Director Kategorie, wie auch Greta Gerwig nicht oder ähnliche Damen, die natürlich auch gute Filme gemacht haben dieses Jahr. Aber ich würde sagen, A Beautiful Day in the Neighborhood ist auch nicht der Film, der da in diese Kategorie gehört. Die Grundlage ist so ein bisschen, die den Film umgibt, ist, dass, sag ich mal, freundlich sein, nett sein meistens sehr schwer ist oder einem zu vergeben auch oft einem sehr schwer fällt. Und das ist so ein bisschen die Prämisse, worum sich die ganze Zeit so in diesem Film dreht. Denn Mr. Rogers ist zwar quasi im Titel erwähnt, aber er ist gar nicht der Mittelpunkt dieser Story, sondern er, wie ich schon erwähnt habe, Lloyd Vogel, also Matthew Reeves Charakter, der sehr zynisch ist. Und das ist natürlich jetzt sehr schwer für ihn, aus dieser zynischen Welt, die viele Erwachsene an den Tag legen, da rauszukommen. Und das ganze Thema ist natürlich, beziehungsweise die Message, die darüber kommt, ist für Kinder genauso wichtig wie aber auch für Erwachsene, die oftmals mit sehr viel emotionalem Baggage sozusagen kommen und das verarbeiten müssen. Aber während der Story, weil Matthew Reeves Charakter, der ist ja ein Journalist, der möchte, also hat, sag ich mal, der ist ein sehr guter Journalist, der halt viele, sag ich mal, sehr löchrige, also nicht löchrige Fragen, aber die Person, die er interviewt hat, sehr durchlöchert mit Fragen. Und das macht er auch hier mit Mr. Rogers. Und er geht wirklich tief und unter die Haut. Und das lässt auch, diese Fragen lassen auch Mr. Rogers sehr viel Emotionen zeigen. Aber die schön gespielt werden von Tom Hanks, der das sehr subtil macht, anhand seiner Augen ist oft was zu erkennen und ganz leichter Gestik und Mimik. Und man merkt wirklich, was oder beziehungsweise wird es in Ansätzen dargestellt, was für ein toller Mensch das ist. Und er ist aber auch nicht eins zu eins wie Mr. Rogers. Also er ist schon ein bisschen anders. Ich hatte letztens einen guten Vergleich dazu gehört. Das war halt eher, wenn der richtige Mr. Rogers so eine Katze ist, so eine Hauskatze, dann ist Tom Hanks' Mr. Rogers Version eher so eine Art Hund. Und das ist so ein bisschen anders und das merkt man auch, wenn man diese beiden Varianten kennt. Vor allem halt diese Dokumentation, die ich am Anfang erwähnt habe. Und wie gesagt, diese ganzen Sachen werden da wunderschön gezeigt und Matthew Reeves' Charakter muss sich dann entscheiden, weil er bekommt auch Kinder und ist herausgewachsen eigentlich aus dieser Kinderwelt und er bekommt oder hat gerade ein Kind bekommen und muss sich jetzt entscheiden, ob er weiterhin dieser zynische Erwachsene bleibt, der mit seinen Problemen nicht klarkommt, sie nicht verarbeitet, oder er sich dieser Mr. Rogers Philosophie, die er in seinen Interviews und seinen Begegnungen mit ihm kennenlernt und dort dann verarbeitet. Man könnte sagen, auf jeden Fall, einerseits ist das Ganze ein Feel-Good-Film, der einem, sag ich mal, ein bisschen das Herz erwärmt und so weiter und so fort. Und ich fand es auch manchmal sehr emotional. Es war auch sehr schön zu sehen, was da passiert ist.
Aber andererseits ist der Film auch mehr. Er zeigt halt, wie gesagt, wie wichtig es ist, einem zu vergeben und wie wichtig es ist, einem herzlich gegenüberzustehen und Dinge, emotionale Dinge so offen zu machen und darüber zu reden. Und das ist wirklich nochmal eine Message an Erwachsene, die das vielleicht machen sollten oder beziehungsweise sich mal damit auseinandersetzen sollten, um vielleicht besser zu leben, gesünder, mental vor allen Dingen zu leben. Man könnte das auch ganz vergleichen mit diese ganze Welt von Mr. Rogers, dass er so eine Art Priester ist oder irgendwann Prediger, aber der keine Kirche hat, sondern er durch sein Handeln, nicht durch die Bibel sozusagen, überzeugt. Und das ist wirklich echt ganz gut eingefangen und wird schön dargestellt. Abschließend würde ich noch sagen, dass es, wie gesagt, wichtig ist, wenn vor allem, was der Film auch zeigt, dass man viele negative Emotionen hat und man muss lernen, diese Emotionen zu kontrollieren, bevor die Emotionen einen selbst kontrollieren. Also diese Emotionen das Ganze das Steuer übernehmen sozusagen. Und das ist wirklich sehr schön ausgedrückt in diesem Film und das finde ich auch eine sehr gute Message. Und deswegen ist es halt in wirklich jeglicher Hinsicht ein guter Film, den man gucken kann. Wie gesagt, leider jedoch mit diesem kulturellen Hintergrund, vielleicht nicht unbedingt was für den deutschen Markt, aber sobald er natürlich irgendwo Streaming-Services oder ähnliches, kann man sich den Film definitiv gut angucken. Meiner Meinung nach 7 von 10 Punkte. Und wer ihn gesehen hat, wenn ihr vielleicht was ganz anderes gesehen habt als ich, bin ich gespannt auf eure Meinung. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Macht's gut!